Tenda hat mir dankenswerterweise das Tenda Nova Mesh Set MW5G für diesen Test zur Verfügung gestellt. Der Test besteht jetzt aus den Teilen Benutzerfreundlichkeit und Funktionsumfang. Dann schauen wir uns mal die Performance im WLAN Mesh an und auch die Sicherheit und den Datenschutz habe ich einzeln bewertet. Am Ende gibt es dann natürlich noch ein Fazit. Wer zu einem bestimmten Punkt springen möchte, kann einfach mal in die Videobeschreibung schauen. Ja, die Punkte Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit habe ich mal zusammengefasst, denn das eine bedingt ja auch so ein bisschen das andere. Und ja, deshalb gehe ich jetzt die erste Einrichtung mit euch einfach mal live durch, damit ihr seht, wie einfach das ist. Und dann schauen wir, was die Geräte noch so können. Ich bin jetzt mal in Google Lens und einen der Würfel, den Hauptwürfel, habe ich gerade mit Strom versorgt und in Werkszustand gesetzt, also so wie ihr ihn kriegen würdet. Und mit Google Lens kann ich jetzt den QR-Code auf der Unterseite hier auslesen, einmal draufklicken und darauf klicken, dass er sich in das Netzwerk einwählt. Er hat jetzt also sich diese Nova 0630 gemerkt oder gespeichert. Das steht hier unten auf dem Würfel auch entsprechend drauf und verbindet sich jetzt damit. So, das ist der erste Schritt, den wir machen müssen, damit das Ganze funktioniert. Und jetzt öffnen wir die Tendai Wi-Fi App, die kann man sich im Play Store installieren. Und was man natürlich auch noch machen muss, man muss jetzt hier hinten das Gerät irgendwie mit Internet verbinden. Das ist bei mir die Fritzbox. Jetzt fragt er mich nach einem GPS-Zugriff oder einem Gerätestandort, den lehne ich natürlich ab. Wüsste ich nicht, für was jetzt die App das braucht. Kommen wir aber in einem anderen Kapitel noch dazu, was Datenschutz und Sicherheit angeht. So, willkommen bei Nova steht jetzt schon mal hier, dann klicke ich mal auf Setup. Und er hat schon gleich gemerkt, er ist über eine dynamische IP verbunden, also das heißt, die Fritzbox vergibt dem jetzt die IP-Adresse. Er will jetzt schon wieder meinen Standort, jetzt lehne ich nochmal ab und zwar endgültig. Und er fordert mich jetzt auf, einen WLAN-Namen zu vergeben, das mache ich auch gleich. Ist auch sehr vernünftig, dass er das fragt und nicht den Standort beibehält. Jetzt bringt er mir zwar eine Fehlermeldung, ich drücke mal auf Verbunden und muss jetzt sicherstellen, dass er sich mit diesem Netzwerk eben verbindet, dass der jetzt ausstrahlen sollte. Jetzt sagt er wieder Verbunden, ich gehe also einmal zurück. Und kann jetzt hier auf Weitergehen. Jetzt kriege ich quasi eine Anleitung, wie ich die anderen drei Würfel platzieren kann. Die überspringe ich jetzt mal so ein bisschen, aber ist sehr benutzerfreundlich. Man wird halt hier Schritt für Schritt wirklich durchgeführt, bekommt nochmal erklärt, was die Leuchtsignale an den Würfeln bedeuten. Und ich habe jetzt hier schon zwei Würfeln im Mesh. Zu diesem Punkt hier, zu dieser Anmeldung, kommen wir später nochmal. Das ignoriere ich jetzt erstmal. Ist jetzt nicht unser Thema bei der Ersteinrichtung. Damit ist die Ersteinrichtung abgeschlossen. Ich muss also dem Ding mit einem Kabel Ethernet geben. Hier ist ein WLAN-Stecker oder ein WLAN-Buchse. Nein, Entschuldigung, nicht WLAN-Buchse, eine WAN-Buchse. Und nebendran ist ein LAN-Anschluss. Das ist halt wichtig, dass man das ins WAN anschließt. Ja, da es leider keine WLAN-Kabel gibt, ist das also auch entsprechend keine WLAN-Buchse natürlich. Was kann ich jetzt in der App machen? Wir hatten ja Thema Benutzerfreundlichkeit und auch Vielseitigkeit oder Funktionsumfang der App. Die Ersteinrichtung ist denkbar einfach, das habt ihr jetzt gesehen. Was aber sehr schade und schlecht ist, ist der ganze Rest. Denn ich kann hier nichts mehr machen. Ich kann also nicht mal dünn-DNS zum Beispiel verwenden, was ich jetzt von einem Router erwarten würde, dass das geht. Es gibt auch so ein paar Kuriositäten, dass zum Beispiel Datum und Zeit hier nicht angezeigt wird. Das kann wiederum daran liegen, dass ich den Standort nicht freigegeben habe. Aber Datum und Zeit kann ich mir auch auf anderen Wegen auf einem Handy beschaffen. Da brauche ich keinen Standort für. Ich kann hier jetzt maximal noch den DNS-Server einstellen. Und das war es auch im Großen und Ganzen schon. Ich könnte noch jetzt das IP-Subnetz ändern. Ich kann zum Beispiel keine festen IPs den Geräten geben. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel einen Drucker anschließen, der hier rechts neben mir steht. Und dem würde ich natürlich gerne eine feste IP geben. Das kann ich hier alles gar nicht machen. Ich müsste jetzt am Drucker die statische IP festlegen. Damit ich das aber am Drucker kann, muss ich ja wissen, in welchem Bereich jetzt hier dieses Gerät die IPs vergibt. Und das habe ich hier nicht gefunden in den Einstellungen. Also diese Würfel vergeben halt über DHCP-IP-Adressen an die Geräte, die sich anmelden. Und da gibt es halt einen Bereich, der frei bleibt normalerweise. Und da kann ich meine eigenen Geräte dann mit statischen IP-Adressen versorgen. Ja, den Punkt habe ich hier leider nicht gefunden. Dann gibt es auch sowas, das finde ich auch kurios, den leistungsorientierten Modus. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn mehr als 30 Clients gleichzeitig auf das WLAN-Netzwerk vom Nova zugreifen. Das weiß der doch selber, ob mehr als 30 zugreifen. Warum muss ich zur Hölle das aktivieren? Das kann er doch selber umschalten. Ich weiß ja nicht mal, was dieser leistungsorientierte Modus ist. Also den würde ich einfach immer anhaben. Nicht, dass das dann am Ende Probleme macht, wenn der ausgeschaltet ist. Der ist im Default auch eingeschaltet. Also finde ich einfach nur kurios, dass man das manuell regeln muss. Der weiß doch selber, ob 30 oder mehr Geräte darauf zugreifen. Ein anderes Kuriosum oder eine
Benutzerunfreundlichkeit ist auch, wenn ich mir die ganzen Geräte anzeigen lassen will, habe ich hier in den Einstellungen da kaum eine Option dazu. Ich hätte das jetzt erwartet unter LAN-Einstellungen zum Beispiel, aber da ist es nicht zu finden. Ich müsste jetzt hier zum Beispiel die Portweiterleitung mal aufrufen und Regel hinzufügen klicken, dass ich meine ganzen Geräte hier im Netzwerk sehe. Und die sind auch als unbekannt hier gekennzeichnet. Das ist auch nicht besonders schön. Ich sehe aber immerhin jetzt hier mal die IP-Adresse meiner Geräte. Ja, eine andere Möglichkeit, nochmal die ganzen Geräte zu sehen, ist hier unten auf verbundene Geräte zu gehen. Dann sehe ich auch die ganzen, leider ohne IP-Adresse erstmal. Also die sehe ich hier nicht in der Übersicht. Ich muss jetzt hier also mich hier kompliziert durchklicken. Hier sehe ich es auch noch nicht. Ich muss also echt hier auf Details gehen, um mir die IP-Adresse anzeigen zu lassen von meinem Gerät und weiß jetzt immer noch gar nicht, welches Gerät das ist. Heißt ja einfach nur unbekannt. Um jetzt rauszufinden, welches Gerät das wäre, wäre zum Beispiel dann sinnvoll, die Geräte einzeln Internet verbrauchen zu lassen oder irgendwie mal einen Speedtest machen zu lassen. Dann würde nämlich hier oben sich was ändern bei den Up- und Download-Zahlen, dann könnte ich irgendwie mit dem Ausschlussverfahren sehen, welche Geräte das sind. Also das ist jetzt auch nicht gerade der Traum an Benutzerfreundlichkeit hier. Und auch hier wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, ich möchte hier feste IPs oder so vergeben, das kann ich hier auch nicht machen. Ja, kommen wir noch zu zwei anderen Punkten, nämlich dem Gästenetzwerk. Schaut mal in die Infokarte und der Kindersicherung. Da kommt jetzt auch die nächste Infokarte gleich. Da will ich gar nicht so viel zu verlieren, weil da müsst ihr echt mal in die Infokarten schauen. Das Problem ist nämlich mit den Dingen, die sind quasi nutzlos. Die Kindersicherung führt dazu, dass sich euer Kind oder die Person, die ihr hier beschränken wollt, Zugang zu der Admin-Oberfläche hier genauso verschaffen kann, indem er einfach den QR-Code von unten her abscannt. Und das ist im Gäste-WLAN im Grunde noch schlimmer, denn die Netzwerke sind nicht getrennt. Man kann einfach über die Änderung der statischen IP-Adresse am Endgerät Vollzugriff auf das andere Netzwerk erlangen und sogar das WLAN-Passwort sich im Klartext anzeigen lassen und das komplette Netzwerk übernehmen. Aber wie gesagt, schaut dazu mal in die Infokarte. Wir kommen da zu dem Punkt auch später noch, wenn es um die Sicherheit der Geräte geht. Ja, so insgesamt muss ich sagen, Einrichtung ist top, die ist einfach, aber wenn man etwas mehr damit machen will, ist man im Grunde aufgeschmissen. Man kann es einfach nicht. Man kann jetzt auch keine Geräte da drin großartig konfigurieren, was ich sehr schade finde. Und ein Drucker zum Beispiel, Netzwerkdrucker, das hat ja wirklich fast jeder zu Hause und da empfehle ich immer eine feste IP zu vergeben, aber allein das stößt schon hier an seine Grenzen. Kommen wir zu dem Grund, warum ihr euch das Mesh-Set wahrscheinlich gekauft habt oder ja, euch darüber informieren wollt. Ja, die Mesh-Funktionalität natürlich. Dazu habe ich jetzt mal einen Würfel bzw. zwei Würfel angesteckt, um das Ganze mal zu testen. Das ganze Set besteht ja aus eigentlich drei Würfeln. Warum habe ich jetzt nur zwei angesteckt? Naja, es wird mit 300 Quadratmeter Abdeckung geworben. Meine Wohnung hat knappe 90 Quadratmeter. Das heißt, ich kann die 300 eh nicht testen und dann sollte man mit zwei Würfeln auch schon ein befriedigendes Ergebnis bekommen. Ich teste das Ganze jetzt mit der Fritz WLAN App. Das mache ich deshalb, weil die uns wunderschön anzeigt, welche Geschwindigkeit man bekommt. Die ist auch einigermaßen realistisch, habe ich mit iPerf mal gegengetestet. Und zum anderen sieht man zwei Effekte, die im Mesh ganz wichtig sind, nämlich das Access Point Steering und das Band Steering. Das heißt, das Handy wird jetzt, wenn wir jetzt sehen, ich drücke schon mal auf WLAN messen, dann seht ihr es vielleicht schon, wird jetzt zwischen den Geräten hin und her wechseln können, zwischen den zwei Würfeln von dem Tender Nova Mesh Set. Und wird auch zwischen den Bändern hin und her wechseln. Also hier habt ihr es schon einmal gesehen. Da steht jetzt Netzwerkgerät 5 GHz. Das heißt, hier hat ein Wechsel der Geräte stattgefunden. Also 288 Mbit pro Sekunde ist das Maximal, was jetzt hier mein Handy kann. Also ich bin jetzt direkt neben dem ersten Würfel und habe da also das Maximum erreicht, was wir erreichen können. Wahrscheinlich geht auch noch mehr. Also die Begrenzung ist jetzt nicht der Tender Mesh Würfel, sondern mein Handy. Aber ich denke mal, wenn man hinbekommt, dass man in seinem Heimnetz 288 Mbit mit WLAN in jede Ecke bekommt, da ist man schon ziemlich gut bedient. Deshalb gucken wir jetzt nicht so auf die Spitzenwerte, sondern wir gucken mal auf die generelle Performance dieses Mesh-Systems. So, ich fange mal an, mich zu bewegen. Der blaue Balken zeigt euch an, wie der Empfang ist, der gelbe Balken die Geschwindigkeit. So, und jetzt wird der schon schlechter. Ich komme jetzt aber in den Funkbereich des anderen Würfels und eigentlich müsste der jetzt mal wechseln. Da lässt er sich jetzt ein bisschen Zeit. Verbindung wird immer schlechter. Ja, doch, jetzt hat er es gemacht, man sieht's. Also jetzt hat er das Netzwerkgerät gewechselt. Jetzt ist er auf den anderen Würfel übergegangen, der eben im Mesh eingesetzt wird. Verbindung wird wieder besser und auch die Geschwindigkeit steigt entsprechend. Die Würfel dürfen auch nicht zu weit voneinander entfernt sein. Wenn die Würfel sich untereinander nicht gut erreichen können, dann ist auch klar, dass man am Ende keine gute Geschwindigkeit am Endgerät bekommt. So, ich laufe mal so ein bisschen hin und her, weil bis jetzt sind wir, wenn wir diese gelbe
Linie sehen, dann sind wir im 5 GHz Netz. Wir wollen ja aber nicht nur mal das Access Point Steering sehen, was wir gerade gesehen haben, sondern wir wollen ja auch mal sehen, dass der wechselt ins 2,4 GHz Netz. Und das tut er dann, wenn die Ausbreitung des 5 GHz Netzes an seine Grenzen stößt. Und ich versuche das jetzt mal herbeizuführen. Ja, also hier geht's nicht. Also ich kann schon mal von vorne weg sagen, die Performance von den Teilen ist ziemlich gut. Ich habe auch mal mit einem einzelnen Würfel getestet. Der hat schon meine ganze Wohnung ausgeleuchtet in dem schlechtesten Eck, in dem ich ihn aufgestellt habe. Also ich habe ihn nicht in die Mitte gestellt, sondern einfach in ein Eck und konnte da schon in der ganzen Wohnung recht gut WLAN empfangen. So, jetzt gehe ich mal. Jetzt sieht es doch so aus, als könnte er mal wechseln ins 2,4 GHz Netz. Die Verbindung wird immer schlechter und schlechter. Aber so richtig Lust hat er noch nicht zu wechseln. Doch, jetzt hat er gewechselt. Jetzt ist es orange geworden, wie ihr seht. Und die Ausbreitung im 2,4 GHz Band ist halt einfach besser als im 5 GHz Band. Und damit habe ich jetzt stabile 50 Mbit in der Ecke, wo es mit 5 GHz eben schlecht aussieht. Genau, und das muss halt eben verlustfrei passieren. Und das kann man hier in der App auch schön sehen, ob das so ist. Und das ist auch so. Also der Wechsel zwischen den Access Points und den Bändern, der passiert verlustfrei. Also ohne, dass ein Paket verloren geht. Wenn ihr also zum Beispiel in WhatsApp telefoniert oder so, wo ihr eine ständig durchgängige Verbindung braucht, dann könnt ihr euch recht sicher sein, dass das hier funktionieren wird. So, jetzt habe ich wieder ziemlich guten Empfang, wie ihr seht. Und jetzt könnte man zum Beispiel erwarten, dass er zurückwechselt ins 5 GHz WLAN. Da lässt er sich aber immer ein bisschen Zeit. Das kann daran liegen, dass er einfach den Overhead des Wechselns vermeiden will, des ständigen Hin- und Herwechselns. Aber im Prinzip wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, in 5 GHz zu wechseln. Wir warten einfach mal ab. Ja, da hat er es schon gemacht. Sieht man hier. Direkt gewechselt und jetzt steigt dann auch entsprechend die Geschwindigkeit wieder an. Wer da jetzt fürs Wechseln schuld ist, da blicke ich bei den WLAN-Technologien auch gar nicht so richtig durch. Es gibt nämlich Technologien, die darauf abzielen, dass das Endgerät den Wechsel initiiert. Wenn das Endgerät merkt, meine Verbindung ist schlecht, dann kann es sich zu einem besseren Access Point oder in ein anderes Band verbinden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eher für ältere Geräte, die das eben nicht selber unterstützen, dass die Access Points den Wechsel vornehmen. Also es ist hier nicht so ganz eindeutig, wer hier die Oberhand hat, was den Wechseln angeht. Spielt aber auch im Grunde jetzt erstmal für diesen Test nicht so die Rolle, weil man sieht ja, dass der Wechsel funktioniert, so wie soll. Also an der Mesh-Funktionalität bei Tender ist erstmal nichts auszusetzen. Nochmal kurz zum Setup. Die Würfel werden beworben mit 300 Quadratmetern Abdeckung. Ich habe mit einem Würfel schon meine 90 Quadratmeter Wohnung ziemlich okay abdecken können und das an einem Punkt, wo der an einer recht schlechten Stelle stand. Also ich habe den bewusst quasi schlecht positioniert, damit man hier auch diese Wechseleffekte mal eben sehen kann. Von daher halte ich diese 300 Quadratmeter durchaus für machbar. Also das ist ja ein bis zu Wert und bei besten Bedingungen und so, aber wie gesagt, ich habe schon mit einem Würfel recht gute Ergebnisse erzielen können. Jetzt mit zwei Würfeln habe ich fast flächendeckend hier im 5 GHz Netz Empfang. Das macht dann zum Beispiel Sinn, wenn ich eine PlayStation oder sowas habe, die große Dateien runterladen muss und die sollte dann wirklich im 5 GHz WLAN hängen, sonst wird das recht schmerzhaft langsam. Kommen wir zur Sicherheit und zum Datenschutz. Und da kann ich wirklich nichts Gutes über die Tender-Geräte sagen. Man muss ja zwangsweise die App installieren, um die Geräte einzurichten. Deshalb lohnt sich hier auch mal ein Blick auf die Datenschutzeinstellungen der App. Und da schaue ich doch einfach mal bei Exodus nach. Da kann man einfach eine URL vom Play Store eingeben und bekommt dann eine Analyse der gefundenen Tracker zum Beispiel. Und hier sind einige zu finden. Namentlich wäre das Facebook, Google und Yumeng. Und Yumeng gehört scheinbar zu Alibaba. Kann man hier auch noch draufklicken, sieht man dann auch noch weitere Details. Das ist jetzt auf den ersten Blick auch nicht sonderlich verwunderlich, denn wir werden ja beim Starten der App auch aufgefordert, uns einzuloggen. Und da wird eben Google, Facebook und Twitter als Option angeboten. Mir ist allerdings schleierhaft, warum ich für eine Heimnetzkonfiguration einen Online-Account benötigen soll. Ich habe mir auch keinen angelegt während dieses ganzen Tests. Ja, ist mir ein bisschen rätselhaft. Zudem, wenn wir die App starten, werden wir zum Beispiel gefragt, ob wir den Standort freigeben sollen. Und wenn wir uns mal hier die Berechtigungen ansehen, die Exodus jetzt hier ermittelt hat, sind das doch ganz schön viele. Einige sind nachvollziehbar, zum Beispiel der Zugriff auf die Kamera ist notwendig, damit der QR-Code gescannt werden kann. Andere wie den Standort kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Erschwerend kommt auch noch hinzu, dass nicht nur die App da ein Problem hat, sondern auch die Tender-Würfel. Denn ich habe einfach mal
die Würfel an mein Pi-Hole gesteckt und Pi-Hole ist ein DNS-Server und damit kann ich mal schauen, an welche Server denn Anfragen geschickt werden. Und was ich da sehen kann, ist, dass also richtig viele DNS-Auflösungsanfragen Richtung Microsoft.com geschickt werden. Ich habe jetzt den Traffic nicht analysiert, ich weiß also nicht, was dahin geschickt wird. Ich kann jetzt erstmal nur die Feststellung machen, dass es scheinbar versucht, eine Verbindung zu Microsoft.com aufzurufen und das ziemlich oft, wie man hier sehen kann. Weiterhin ist bedenklich anzumerken, dass in der Datenschutzerklärung der App gar nicht die Rede von den Trackern ist, die jetzt hier bei Exodus zu sehen sind. Ich bin kein Jurist, aber ich hätte jetzt erwartet, dass wenn ich halt so Tracker von Google, Facebook und so weiter einbaue, dass ich dann auch entsprechend in der Datenschutzerklärung meine Nutzer darauf hinweisen muss. Der andere große Punkt ist das Thema Sicherheit und da patzen die Dinger doch ganz schön, wie ich finde. Es gibt hier zwei Hauptprobleme. Zum einen mit der Kindersicherung kann das Kind ganz einfach die Kontrolle über die Geräte übernehmen, indem es die Seriennummer eingibt oder abscannt, die auf den Geräten steht. Und das zweite Problem ist, was deutlich schlimmer ist, ist, dass ich im Gäste-WLAN keine Trennung der Netze habe, sondern das einfach nur über die Trennung der IP-Subnetze realisiert ist und die kann ich ganz einfach von jedem Endgerät aus ändern. Dazu brauche ich also keine speziellen Kenntnisse, brauche ich keinen Root-Zugriff. Das kann auch ein Programm, das installiert ist, also ein Virus im schlimmsten Fall machen. Und die Trennung zwischen Gastnetz und meinem Haupt-WLAN ist nicht sichergestellt. Das heißt, Viren können zum Beispiel überspringen. Zusammengefasst finde ich den Datenschutz und die Sicherheit der Geräte einfach nur mangelhaft. Ich persönlich würde sie in meinem Heimnetz unter diesen Bedingungen nicht betreiben wollen. Kommen wir also zum Fazit. Wir haben uns jetzt drei Kategorien angeschaut. Bei Sicherheit und Datenschutz würde ich mal urteilen, dass die Geräte durchgefallen sind. Auch beim Funktionsumfang konnten sie mich persönlich nicht überzeugen. Ich nutze mein Netzwerk ein bisschen intensiver als vielleicht der ein oder andere. Von daher ist das für mich eher nichts, denn ja, ich kann halt so gut wie nichts einstellen. Selbst Standardfunktionen wie halt ja, Geräten eine feste IP zuzuordnen, habe ich da nicht gefunden. Einzige, wo also jetzt die Geräte punkten konnten, war die WLAN-Mesh-Funktionalität. Wer also vielleicht mit einem günstigen Provider-Router wie der Vodafone Station ausgestattet ist, die selber kein WLAN-Mesh mitbringt, für den könnte das eventuell ein günstiger Einstieg in die WLAN-Mesh-Welt sein. Für mich ist Mesh aus dem WLAN heute nicht mehr wegzudenken und bietet sehr viele Vorteile. Von daher macht das durchaus Sinn, das zu nutzen. Trotzdem muss man halt die Einschränkungen, was Datenschutz und so angeht, beim Kauf bedenken.